Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Fallout 4 im Überlebensmodus. Während es nicht regnet, werden wir uns mal daran begeben, als allererstes unsere Waffen zu modden. Wobei, ich würde schon behaupten, wir gehen erstmal schlafen. Das ist mir doch ein bisschen zu laut hier. So, einmal in unseren schönen Killerbett schlafen. Ich habe die letzte Stunde damit verbracht, die Place Everywhere Mod wieder zu installieren. Es geht irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall nichts mehr in die Luft setzen oder so. Oder auch nichts in Gebäude mehr reinsetzen. Ist ein bisschen schade. Ich werde das versuchen, auf jeden Fall noch die Tage hinzukriegen. Das Problem ist einfach nur. Ich wollte sagen, meine Brücke ist weg, aber das ist doch. Ich hatte bei unserer Burg ja mal diese. Diese Steine in die Luft gesetzt. Die kriege ich da jetzt nicht mehr weg. Und deswegen habe ich da sehr, sehr lange dran gesessen, um, ach, das Rüstungsding, ne? Um das wieder zum Laufen zu bringen. Ich werde ihm aufhören zu reden. Und ja, jetzt hängen sie da halt in der Luft und wir haben ein Problem. Und wir haben Waffen, die wir gerne verbessern möchten. Zu einem haben wir hier ganz viele Waffen. Wir fangen mal an mit der, wieso bist du eigentlich noch dabei? Die wollte ich ja wegtun. Tun wir gleich weg. So, unbegrenzte Kapazität, das hat jetzt keine große Priorität. Du hast sehr viel Priorität. Und wir versuchen einfach mal den Standard, den Schuss ein bisschen zu verstärken. Weil ignoriert 30% des Schadens und Energieresistenz des Ziels ist schon richtig schlecht, ist richtig gut. So, nochmal einen verlängerten Lauf, damit es geiler aussieht. Ein Komfortgriff, wegen der Präzision. Und ein, ja, Reflexvisier. War das nicht das Scheißvisier? Aufklärung ist immer scheiße gewesen. Wir machen ein Reflexvisier. Wir haben ja genug Aluminium mittlerweile. Und ja, da können wir uns einiges leisten. So, das Sturmgewehr feuert ein zusätzliches Geschoss ab, Freunde. Das ist geil. Deswegen gehen wir da mal rauf, bevor wir es umbenennen. Erstmal den Verschluss ändern. Ne? Ist ja ganz klar, was haben wir denn hier so schönes? Mächtiger automatischer Verschluss. Nein, verbesserter Verschluss. Außergewöhnlicher Schaden. Check. Wir haben den Lauf, den können wir verbessern und die Reichweite erhöhen. Den Kolben für mehr Präzision. Überlegen die Rückschussdämpfung, besseres Ziel mit Zielfernrohr. Präzision, also wir büßen da nicht wirklich viel ein, ne? Fraglich, was wir da eher nehmen sollten. Uns gehen aber bei diesem Tempo auf jeden Fall schnell die Schrauben aus. Machen wir das hier. Dann Magazin. Verbessert Nachladegeschwindigkeit. Unterlegene Lachen. Ja, gut, schnell Ladeturm. Ja, komm, was. Einer mit. Visiere werden wir reinpacken. Ein. Kurzreichweiten-Zielfernrohr. Kurzreichweiten, ne? Der Nachtsicht war ja immer so scheiße. Glaube ich. Markiert Ziele. Wir werden uns das mal angucken. Mündungsbremse, Schalldämpfer logischerweise. So, dann haben wir ja hier das Gamma-Gewehr mit 10% Schaden, wenn du zielst. Das werden wir auf jeden Fall ausbauen, dass wir irgendwie, weiß nicht, ein bisschen Schaden hinkriegen, falls wir was hinkriegen. Verbesserter Automatik will ich ja gar nicht. Verbesserter Verlängerlauf. Erhöht Schaden oder erhöht Reichweite. Verbessert Präzision durch das Visier. Verbesserte Rückstoßdämpfung. Verringerte Magazinkapazität. Mangelhafte Präzision aus der Hüfte. Das wollen wir sowieso nicht aus der Hüfte schießen. Ja, da bleibt mal. Reflexvisier. Was machen wir uns da hin? Machen wir uns mal so ein, ja, so ein Nachtvisier. Mal gucken, wie das wird. Gyro irgendwas. Außergewöhnliche Rückstoßdämpfung, verringerte Reichweite, überlegende Reichweite und Präzision, erhöhte Rückstoßdämpfung.
Teilt den Strahl in mehrere Geschosse ist scheiße. Würde ich eher den hier nehmen, oder? Strahlbündel, erhöhte Reichweite, Präzision und Rückschussdämpfung. Aber nehmen wir fein hier. Sehr schön. Damit haben wir den auf jeden Fall auch durch. Und dann fehlt nur noch der hier, aber ich glaube, der hat ein Magazin, das wir tatsächlich schon haben. So, hier haben wir 5,56. Das zähle logisch. 44er, 45er, 45er, aber davon haben wir sowieso kaum was. Und unbegrenzte Magazinkapazität bringt uns sowieso nichts, wenn wir dafür keine Munition haben. Das ist echt eine Munition, die wir kaum haben. Achso. 45er, obwohl, ja, 1000, das ist schon einiges. Kann man machen. Na gut, dann auf geht's. Was können wir denn da so Schönes machen? Ich würde aber gerne schon den Munitionsart behalten. Wäre schon cool. Kalibermächtiger Verschluss. Überlegener Schaden, erhöhte Präzision und erhöhter Schaden durch kritische Treffer. Hm. Was so schön ist, mächtiger Verschluss, überlegener Schaden. Wie viel 308er Munition haben wir denn? Wenn wir das, wenn wir schon die Wahl haben? Nein, nein, nein. Nein. Jetzt geh raus da. Ich hab gesagt, du sollst raus. Geh doch. So. Ach, ich guck jedes Mal falsch. Auch 1000. Aber dann würde ich sagen, verbrauchen wir erstmal diese Munition, dann können wir jederzeit noch wechseln, ne? Obwohl, der Verschluss macht echt mehr Schaden. Aber ich glaube, da die Munitionsart haben wir schon irgendwo drin. Wir nehmen einfach hier den mächtigen Verschluss. Bam. So, was haben wir hier so Schönes noch? Reicht ja nicht aus, ne? Oh, ich habe kaum noch Kleber. Ja. Halten wir erstmal die Präzisionskolben. Auch in Ordnung. Ich meine, ich will das Visier dort nicht draufkleben. Ah, davon habe ich noch einen. Okay, davon habe ich noch einen. Nein! Entschuldige mich mal einen Augenblick. Das geht mir jetzt auf den Sack. Wo habe ich das drauf gemacht? Da. So. Hab da mal was vorbereitet? Oder auch nicht. Ich wollte was vorbereiten. Warte. Vielleicht geht's los. Ich werde mir jetzt einfach ein bisschen Kleber erschieden, komm, ganz ehrlich. Den Scheiß mach ich nie mit. Wir haben hier schon alles durchgewühlt. Irgendwann reicht's doch auch. So. Kleber. Hey, Kleber. Ich wollte Kleber haben. Okay, wir nehmen einfach Kork. Gucken, was bei Kork passiert. Hey. Oh, hat doch funktioniert. Okay. Ich hab doch jetzt Kleber. Da schiedet man sich Kleber und dann kann man es trotzdem nicht machen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben? So, Schalldämpfer. Boom. Fertig. Dann will ich aber auch kein Aufklärungsziel-Fernrohr. Glasfaseroptik. Hey, davon haben wir noch einen. So, wir sind fertig. So. Den nennen wir 10% Schaden, wenn du zielst. Wir nennen ihn Yo-Scope. Nicht No-Scope, sondern Yo-Scope. So. Dann haben wir hier vorher ein zusätzliches Magazin-Ding ins Kirchenzap. Double Pen. So, du bist unser Double Pen.
Und ins Gesicht. Das ist das INS-Gesicht. So. Wir haben neue Waffen. Woo! Und dann haben wir unbegrenzte Magazinkapazität, nennen wir. Wie nennen wir den? Keine Ahnung, vielleicht habt ihr einen Namen. Ich nenne ihn einfach mal XXX. Fällt da gerade kein Name ein. Aber eine Waffe muss ich auf jeden Fall noch weglegen. Und wir haben verdammt viele Waffen jetzt mittlerweile mit uns. So, tschüss. Wir haben Yoscope. Wir haben XXX. Wir haben Wächter des Aufsehers. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben uns gerade einen Klon gebastelt. Dann brauchen wir den Wächter des Aufsehers nicht mehr, ne? Ich habe jetzt eine neue Waffe. Komm, tschüss, Wächter des Aufsehers. Ich brauche dich nicht mehr. So, der Perversitierer ist natürlich immer noch enorm geil. Wir haben aber leider noch keine legendäre Waffe davon gefunden, was mich echt ein bisschen ankotzt. Oh, naja. Krümmeltyp ist logisch, der bleibt. Ins Gesicht. Was haben wir für Munitionsarten? 10 mm, 5,56. Dezember-Kind kannst weg. 44er. Also, Portalgun. 45, Zelle. Ja, perfekt. Wir haben von allem was dabei. Wir gehen mal kurz hier rüber. Wir brauchen 10 mm. Da gönnen wir uns mal, was weiß ich. Weiter. Dann nehmen wir so 200 von allem mit. Okay. So, Double Pen braucht 5,56. Aufnahme mehr als genug. Deswegen haben wir kaum noch 45er. Ah, wir hatten mal, glaube ich, mehr 45er. Da können wir ruhig, ja, 500 mitnehmen, ne? Das wird ja unsere Hauptwaffe. Unsere neue Hauptwaffe. Zeit, dass wir mal eine neue kriegen. So, dann haben wir ins Gesicht 44er. Ich werde auf jeden Fall alles einsetzen, was wir haben. Einfach nur so just for fun, weil ich es kann, Freunde, weil ich es kann. So, 300 bitte davon. Ich würde am liebsten alles mitnehmen. Kannst du mal ein bisschen präziser sein? Gott. So, ganz langsam. Dann haben wir Krumpeltyp mit Schrotpatronen. Haben wir davon überhaupt noch welche? Ich weiß auf jeden Fall, die sind uns mal ausgegangen. Mittlerweile wieder welche, ne? Dann haben wir den Perversitierer mit S. Wie viel haben wir davon überhaupt noch? Anscheinend gar nichts mehr. Hä? Das war doch Plasmakartusche, oder nicht? Kartusche? Nee, S 2 mm. Hab ich nicht mehr. Wann habe ich die denn ausgegeben? Okay, tschüss, Krüppeltür, Perversitierer, war schön mit dir. Die Portalgun brauchen wir nicht. 45er. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach blind, keine Ahnung. Ach, 2 mm. Ja, gut, jetzt haben wir. Scheiß drauf. Wie oft setzen wir sie ein? Eigentlich oft, ich weiß, aber wir brauchen sie nicht mehr. Wir brauchen sie nicht mehr. Und dann, wenigstens habe ich sie wiedergefunden, ne? 45er bitte eingepackt. Zack, 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 zack. So. Aber wie schön, dass es nicht abgebildet wird. Und Zelle. Munitionszelle 3000. Wir haben auf jeden Fall genug Munition, so ist es nicht.
Nur wir können halt nicht so viel tragen. So. Ja, cool. Dann werden wir das Ganze auf jeden Fall nochmal einfädeln. Der mächtige. Ups, falsch. Der mächtige Furzer. Packen wir mal nach oben hin. All den setze ich hier gerne ein. Ich drücke hier irgendwelchen Scheiß. Hey, ja, nein, ich. Oh, geht auch. Double Pen wird ja unsere Hauptwaffe. Die kommt nach links. Ins Gesicht. Gucken wir nach rechts. Kribbeltyp packen wir mal zwei nach links. Portalgun packen wir zwei nach unten. Der wird ja auch unsere Hauptwaffe. Dahin. Portalgun hatte ich ja. Hatte ich schon, ne? Und No Scope. So. Bin gespannt. Hier draußen gibt es eine Menge Leute, die Hilfe. Okay. Der ist definitiv ein bisschen größer als unsere alte Waffe. Aber du hast auch einen Schalldämpfer dran, ne? Ja. Ja, ist präzise genug. Sehr schön. Gut. Wir haben ja gestern abgemacht, dass wir irgendwo unsere Arena bauen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das nicht... war das denn? Ich guck mal kurz nach. Starlight Drive. Habe ich das überhaupt schon? Muss ja weiter unten sein, ne? Hab ich noch gar nicht. Okay. Und wie sieht's eigentlich hier bei Covenant aus? Einfach mal reingucken. Ich habe aber die Befürchtung, wir können leider die Gebäude ohne Place Everywhere nicht komplett entfernen. Das ist so meine Befürchtung. Holy shit. Aber Covenant hört sich doch gut an. Ich meine, Leichen sind hier schon mal. Covenant. Besonders willkommen habe ich mich hier nie gefühlt. Aber ich kann die Häuser hier nicht entfernen. Ich kann die Türe entfernen, ja. Sonst wäre das ideal gewesen. Weil hier haben wir so eine kleine Mauer um uns herum. Hätten wir hier die Arena komplett geil aufbauen können. Aber so wird das leider nichts. Na gut, gucken wir weiter. Gucken wir mal bei der Abenary Farm. Ja, ich drücke den falschen Taste. Gucken wir mal hier. Einfach mal ein bisschen umsehen, wo wir uns aufbauen. Übrigens wird die Tage Nuka-Cola World rauskommen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall nicht lange mit dem Bauen verbringen. Ach ja, das war das hier, ne? Aber hier konnte ich auch alles entfernen. Ich glaube, deswegen werden wir hier bauen. Wenn ich schon alles entfernen kann. Warum denn nicht? Wir haben hier auch so einen Mast. Das ist cool. Ja komm, wir bauen hier. Trace Place Everywhere, dass es nicht funktioniert hat, regt mich richtig auf. Ich wollte doch nur alles platzieren. Naja, wir bauen hier unsere coole Arena auf. Dann werden wir hier ab und zu mal ein paar Leute kämpfen lassen. Ich hoffe, wir werden die Arena auf jeden Fall noch rechtzeitig fertig kriegen. Ist ein bisschen ungünstig, dass wir... Aber wir können bestimmt drumherum rumbauen. Alles gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Und vielleicht habe ich sogar bis dahin Place Everywhere repariert. Dass wir das alles ein bisschen optimieren können. Ja, ja, das ist ein guter Plan. Abwarten und hoffen. Oh, ein bisschen Munition für uns. Wunderschön. Oh, der ganze Müll kann nicht runterfliegen. Ich hoffe, die Jungs haben hier nichts dagegen, dass ich hier alles abbaue. Was ist, wenn ich F8 drücke? Kann ich dann alles irgendwo platzieren? Nee. Hat immer noch nicht zu funktionieren. Naja, gut. Was soll's, Freunde? Das wird schon. Aber zumindest kann ich das hier alles entfernen. Normalerweise kann man das auch nicht. Oder war das der Effekt von Place Everywhere? Hab ich's verwechselt mit irgendwas anderem? Das kann natürlich auch gut sein. Muss ich gleich nochmal gucken.
Ich meine, Google ist mein bester Freund, ne? Da google ich mir schon was zusammen und eventuell haben wir morgen in der nächsten Folge schon die Wahl, alles umzuplatzieren, wie wir wollen. Aber es gibt ja auch Alternativen zu Place Everywhere, also so ist es nicht. Ist ja nicht so, als wäre ich hier komplett ohne Möglichkeiten. Geiler wäre es natürlich, wenn man hier komplett einfach sagen könnte, hey, mach mal die ganze Ebene weg. Das wäre um einiges cooler. Ja. Machen wir es halt so. Komme ich auch ehrlich gesagt auf Nuka-Cola World. Wieder was Neues. Warte, ich kann hier nehmen. Ich war ja auch so, ich war auch richtig begeistert von Far Harbor, dass wir da endlich mal wieder etwas hatten, wo wir rumlaufen konnten. Fand ich schön. Hatte ich auch echt mal wieder nötig nach den ganzen, ja, Einheitsbrei von Fallout, würde ich sagen. Also es ist ja nicht so, dass Fallout irgendwie langweilig ist oder so. Nein, aber es kommt mir einfach so vor, als wenn alles gleich aussieht. So kommt mir das vor. Was sagt ihr denn dazu? Wie findet ihr bisher Fallout 4? Also für mich, ich würde sagen, Fallout hat sich definitiv entwickelt. Es ist zu einem besseren Spiel geworden. Mit hier und da ein paar Macken. Zum Beispiel, dass man nicht alles entfernen kann beim Bauen. Dass man quasi drumherum bauen muss. Wobei, ja, eigentlich ist es ja logisch, dass das so ist, weil in der richtigen Welt kannst du ja auch nicht einfach sagen, ey komm, den Mast, den setzen wir jetzt einfach mal ein bisschen um, weil da möchte ich gerne meine Arena haben. Das geht ja nicht so einfach. Es ist zwar realisierbar, aber es ist nicht so einfach. So, ich hoffe, wir kommen irgendwie gleich an den oberen Bereich ran. Währenddessen wir hier alles clearen. Und das gibt uns auch Rohstoff ohne Ende. Das ist das Gute daran. Holz, Schrauben. Das heißt, weil uns gerade die Schrauben ausgegangen sind, kriegen wir gleich wieder welche. Hier haben wir sogar einen Hundenapf, der noch in der Luft schwebt. Und ich möchte auch irgendwie mal demnächst mal wieder anfangen, in der Arena zu bauen. Huch, achso, ja, das. Normalerweise hat Place Everywhere bewirkt, dass ich den hier auch umplatzieren kann, aber naja. Ich hoffe, das werde ich auf jeden Fall noch hinkriegen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich stehen geblieben bin. Irgendwas von wegen Fallout 4 und cool. Ich weiß gar nicht mehr, wovor ich gerade geredet habe. Schneide plötzlich einfach nur irgendwelche Themen an, die keinen Sinn ergeben. Wieso kriege ich Erfahrung, wenn ich nichts mache? Ich stand hier nur gerade rum. Jetzt komm! Geh mir dich auf den Sack. So, haben wir gleich geschafft. Also ich würde schon sagen, dass das hier, also dieser Bereich hier, das, was hier unter dem Mast ist, das wird die Arena, wo die Leute kämpfen werden. Ich denke mal, wenn ich das ganz gut aufbaue, dann wird das was. Ich meine, wir hatten ja auch schon unseren Spaß mit der Festung, mit unserem Zuhause. Nur meine Krankheit ist, dass ich einfach nur etwas nicht zu Ende machen kann, was ich angefangen habe. Ich habe zum Beispiel mein Zuhause nicht ganz zu Ende gemacht. Ich habe jetzt die Festung noch nicht ganz zu Ende gemacht. Aber ich meine, wir haben Zeit. Selbst wenn Fallout zu Ende geht, können wir es immer noch alles gemütlich zusammen bauen. Ich finde es halt schade, dass es wirklich nur zwei Story-DLCs gibt. Das ist irgendwie, weiß nicht, ein bisschen wenig, wie ich finde. Also da hat sich Bethesda ein bisschen wenig Mühe gemacht mit den Story-DLCs. Mensch, gut. Aber fand ich jetzt am Anfang natürlich richtig geil. Was es auch war, wegen der Abwechslung. Aber irgendwo hört es dann zum Schluss so auf. Es waren nur, ja, nur kleine Sachen, nur wenig Sachen, die wirklich gut durchdacht waren. Wo man sagen könnte, oh, okay, das ist geil, habt ihr richtig gut gemacht. Da fehlt doch noch ein bisschen was, muss ich sagen. Also wie fester, ich hoffe, bei Nuka-Cola World gebt ihr euch ein bisschen mehr Mühe mit den Locations. Ich bin allgemein mit den Locations hier in Fallout 4 nicht ganz zufrieden. Ich weiß noch, wie ich damals Fallout 3 das erste Mal gespielt habe und angefangen habe, die Welt zu erkunden. Überall war etwas. Überall. Du konntest nirgendwo hingehen, um mal, keine Ahnung, nicht irgendwas zu erleben. Aber in Fallout 4
Gehst du irgendwo hin? Ja, es ist dann ein schönes Gebäude, das du untersuchst. 5 Minuten später ist dies durch und dann denkst du dir, okay. Das hat sich hat's irgendwie nicht gebracht. Irgendwie die Lampen noch wegmachen? Deswegen finde ich, das ist das Enttäuschende bei Fallout 4. Das ist das Enttäuschende. So. Erstmal brauchen wir einen Boden. Den werden wir dann an den hier fixieren, würde ich sagen. Boden? Boden? Wo ist der Boden hin? Wo sind die Gebäude hin? Hä? Was ist? Hä? 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 Wie soll ich denn? Okay. Zuerst sind die Läden verschwunden, jetzt ist der Boden verschwunden. Ich muss noch mal kurz die Mods durchwühlen. Es kann sein, dass wir halb Sanctuary dadurch aber verlieren. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Alter. Was ist denn hier los? So kann ich hier nur... Moment. Das muss geprüft werden. Auf das Sanctuary. Wenn wir da auch keinen Boden bauen können, dann stimmt da irgendwas nicht. Wenn wir da einen Boden bauen können, heißt das nur, dass wir da, wo wir gerade alles abgebaut haben, keinen Boden bauen können. Das wäre ein wenig tragisch, wenn ich das so sagen darf. Ansonsten muss ich gleich die SFE da ein bisschen oder SFX bearbeiten. Gucken, was da schief geht. Ja, ich kann keinen Boden bauen. Großartig, Freunde, wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich mit Boden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.